Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in der Folge 224 hier auf dem Unlimited World Server. Yay! Ja, Freunde, haben wir mal wieder, nachdem wir letztens abgestürzt sind, uns mal wieder eingeloggt. Lag nicht an Unlimited World, sondern tatsächlich an Vodafone. Ja. Die haben mal wieder das Internet abgeklemmt. Wer weiß, Bagger hat irgendwie das Kabel zerstört. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, in letzter Zeit haben wir hier mit Vodafone wirklich richtig krasse Probleme. Hier bei uns in Berlin. Und ich bin nicht der Einzige. Der liebe Dave, der flucht auch schon rum. Und zu einem Überfluss, Leute, ist bei mir die Technik auch noch kaputt. Ja, und zwar in der letzten Gemeinschaftsaufnahme, die wir hatten. Chaos Friends. Da war auf einmal Tonaussetzer gewesen. Ja, und irgendwas, Soundkarte oder Kopfhörer, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, muss ich mich drum kümmern. Ich hoffe, dass jetzt hier der Ton einigermaßen soweit passend ist. Ansonsten haben wir wirklich ein Problem. Dann muss ich erst neue Technik holen. Also alles nicht so optimal momentan. So, es ist auch ein bisschen was passiert. Zwei ereignisreiche Geschehnisse. Das erste, das ist hier. Steve in der Lore, ja, und zwar ist das unser Köpfchen, wo wir abgeholt haben, beziehungsweise aus dem Postfach von dem Bahnhof-Event, ja, das heißt also, wir haben alle Knöpfchen gefunden und deswegen haben wir jetzt den Kopf gekriegt, was natürlich eine richtig schicke Sache ist und den werden wir natürlich sofort auch platzieren, deswegen holen wir uns mal eben kurz eine Säule, müsste hier sein. Säule, Quarzsäule, da ist sie. Brauchen wir ja nur eine. So. Und dann können wir die gleich oben auch noch ausstellen. Ich würde sagen, wir machen genau neben die vom Oster-Event, weil das hier auch noch sogar passend ist, würde ich mal sagen. Ne? Also da ist ja noch Platz. So, vielleicht mit einem Abstand. Das heißt, machen wir hier hin. Und so, da ist er. Steve in der Lore. So schaut er aus. Guckt das Köpfchen raus. Sieht ein bisschen aus so wie, ja, als wir da rumgefahren sind. So, jetzt brauche ich noch ein Schild. Moment, ein Schild. Haben wir mal kurz hier ein Crafting Table. Hier müsste einer sein. Genau, weil dann können wir dann auch gleich noch mal kurz da ein Schild dran baumeln. Dass wir auch wissen. Echt jetzt hier Birkenholz? Na gut. Oh, ich sehe gerade, das geht nicht. Wir müssen vorher uns noch ein Sticky mal machen. Ja, oder so. Genau. Weil ansonsten klappt es nicht. Ja, gerade mal wieder dunkel draußen. So, oder würde ich sagen, nennen wir das Ganze auch so. Und zwar, Bahnhof. Ja. Event 2020. Vielleicht gibt es ja 2021 auch wieder ein Bahnhof-Event. Man weiß es nicht so genau. Also auf jeden Fall, ja, schicke Sache. Danke dafür an Unlimited World, auch für dieses witzige kleine Event. Gefällt mir. Kann man gerne mal so zwischenzeitlich immer mal sowas einbringen hier, so wie, ja, push the button oder so. Gut, Freunde, weiter geht's. Und zwar mit der... bin ich hier auch noch runtergefahren. Und zwar mit der Geschichte hier auf unserer Zone. Da sind wir ja zum Schluss auch stehen geblieben. Ich kann euch das ja noch mal kurz zeigen, so wie das jetzt hier aussieht. Das haben wir ja alles geschafft. Und mittlerweile bin ich dann auch mal, ja, ich habe es dann auch mal wieder geschafft, mich auf Discord einzuloggen. Und da habe ich dann den lieben Kampfkeks einfach mal gefragt, was so seine Lieblingsfarben in Minecraft sind. Und er hat mir das Geheimnis verraten, und zwar ist es Orange und Rot. Und da muss ich sagen, ja, Orange und Rot, das passt. Und ich würde sagen, Orange könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen hier mit dieser blauen, ja, mit diesem blauen Panoramafenster. Deswegen werden wir jetzt hier orangene Akzente setzen. Das werden wir auf jeden Fall jetzt mal machen demnächst. Vorher aber natürlich hier erstmal abschließen. Weil da wollen wir ja, wie gesagt, noch weitermachen. Wir gehen jetzt mal ganz nach oben. Da zeige ich euch jetzt nämlich mal, wo wir zuletzt stehen geblieben sind, bevor wir rausgeflogen worden sind. Was war das denn?
Habt ihr das gehört hier? Hat sich so angehört, so wie ob hier irgendwie so ein Pferd oder so ist. Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir ganz nach oben, weil da kann ich euch auch nochmal zeigen, wie das Ganze jetzt mit dem Teppich aussieht, weil da sind wir, wie gesagt, rausgeflogen. Lag nicht an Unlimited World, sondern tatsächlich am Vodafone, die da irgendwie die Leitung da irgendwie gekappt haben. Keine Ahnung, was die da momentan für Probleme haben. Also ich kann mir das auch ehrlich gesagt immer nicht so vorstellen, wie so eine großen Unternehmen so eine Probleme immer bekommt technisch. Das ist immer sehr gruselig. Naja. So, oben angekommen sind wir. Wir sehen schon, da ist jetzt auch eine Tür. Ja, habe ich mich für Birke entschieden auch. Das passt eigentlich ganz gut hier rein. Und zack, da ist der Teppich. Der ist jetzt komplett verlegt worden. So sieht er jetzt aus. Und ja, finde ich ganz gut. Weil so sieht man auch hier so, wie der Weg lang geht, ne? Und das passt schon soweit. Jetzt ist die Frage natürlich da, wie wollen wir denn jetzt hier ein Dach setzen? Wollen wir jetzt hier Glas als Dach nehmen oder irgendetwas anderes? Das ist noch so eine kleine Frage, die ich mir noch überlege. Hier haben wir jetzt auch fast, gucke mal, das hat er gar nicht mehr gemacht beim letzten Mal. Dann machen wir das jetzt eben. So, und dann ist das nämlich auch erledigt hier, das Thema. Hier können wir zum Beispiel auch Glas setzen. So. Naja, hier würde ich dann ganz gerne einen anderen Block wählen. Ich glaube, ich würde sogar hier den schwarzen Beton dann ganz gerne dahinsetzen wollen. So, genau. Dann ist es hier so eine Einheit. Sieht eigentlich ganz gut aus. So, und da drüben das, naja, das stört mich jetzt hier nicht. Klar hätte man da jetzt auch nochmal einen Glasblock hinsetzen können, aber das passt schon soweit. Ja, jetzt können wir hier schön da rausgucken, ne? Können wir hier schön so mal gucken, was da unten so in der Mega-Tiger los ist. Finde ich ganz gut. Haben wir hier so schön auch den, ja, Sonnenaufgang, den wir da betrachten können. Wie gemütlich. Und hier auf der anderen Seite haben wir wirklich so einen Rundumblick. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass es von unten her das jetzt nicht so wirklich toll aussieht. Ich denke mal, wenn wir da auf dem Turm stehen, der hat übrigens auch einen Namen bekommen, den müssen wir auch nochmal gleich machen. Ich bin gerade nur am Überlegen, wenn wir oben schwarz machen, ich bin fast am Überlegen, Freunde, dass ich das ganz gut, dass das ganz gut aussehen würde. Jetzt komme ich hier aber nicht mehr hoch, ne? Kann man da drauf jetzt ein... Ach, das... Ja, das bringt nur nichts. Habe ich eine Leiter bei? Dann muss ich ja den Teppich wegnehmen, was? Weil ich wollte nämlich... Aber von hier kann ich es machen. Ja, so. So geht's. Ja, so geht's. So, und jetzt kann ich nämlich hier... Genau. Jetzt kann ich nämlich hier einfach das Dach schließen. Machen wir das mal so. Ja, bis hierhin geht auf jeden Fall. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das hier machen. Also ich bin fast am Überlegen, Leute, dass wir hier Glas hier reinballern. So, aber hier so transparentes Glas, weil dann kann man so in diesen Innenring da reingucken. Ich glaube, das mag ich. Ich glaube, das finde ich ganz gut so, wenn wir das so machen. Hier haben wir das da drüben gemacht. Hier haben wir aber einen schwarzen Block gesetzt, ne? Oder? War das nicht so, dass wir da einen schwarzen Block gesetzt hatten? An der Kante? Ja, genau. An der Laterne noch ein... An der Seelaterne noch ein... So, aber warum eigentlich? Ach, Leute, wir machen jetzt hier überall. Ja, komm. Da kennen wir gar nichts. So. Schau an hier. Kann man da so schön runtergucken da auch. So. Perfekt. Genau. So, und jetzt machen wir da oben einfach das Dach da noch rauf und dann haben wir das schon. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie machen wir hier? Was wollen wir denn da machen? Wollen wir da Dach machen oder auch? Huch. So, mal schauen. So, dann würde der hier hinkommen. Hier müsste dann so, logischerweise. Huch, verbaut. Kann passieren. Boah, das ist aber auch hier. Irgendwo habe ich jetzt einen falsch gesetzt. Der hier war falsch. Der aber auch.
Wieso? Moment. Wo ist jetzt hier das Problem? Das Problem. Der war falsch. Der muss da oben ran. Da muss er hin, genau. Ja. Jawohl. Und so. Und so. Auch wenn ich mir da nicht so richtig sicher bin, ob das jetzt wirklich richtig ist. Erscheint mir ein wenig merkwürdig hier. Aber okay, wird schon irgendwie passen. Ja, wo geht's jetzt hier weiter? Jetzt geht's da drüben weiter. Auf dem Block. Na. Zack. So, machen wir erstmal hier oben drauf. Dass wir die Reihe fertig bekommen. So, das alle. Trockenbeton, schwarzer Beton, 64, haben wir ja schön nochmal gegossen. So, du kommst dahin, du kommst dahin, dahin. Jawohl. Der ist falsch. Mein Gott, das ist ja hier richtig Konzentration hier, die ich wieder aufbringen muss. Das sieht von oben bestimmt total bescheuert aus, oder? Ich habe mich bestimmt tausendmal verbaut. Also am liebsten würde ich ja mal mir das mal von oben angucken wollen. Aber, nee, hier passt schon. Naja, wenn nicht, ist es halt abstrakte Kunst. So, jetzt haben wir da zumindest erstmal ein Dach über den Kopf. Ist doch schon mal schön. So werden wir dann auch nicht nass, wenn es regnet und der Teppich fängt nicht an zu faulen. Ist ja schon mal gut. Übrigens, wir können noch was erwähnen, was vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Und zwar der liebe Black Hole, Grüße erstmal an dieser Stelle, hat mich nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass er in der 1.15 dann mal gucken will, was mit dieser Wassereimer-Geschichte da das eine Mal los war, wo auf einmal das Wasser verschwunden ist, mich richtig krass verwirrt hat und dann auf einmal wieder angekommen ist, das Wasser, ne? So, da will er sich das nochmal angucken. Also das war wohl anscheinend dann nicht normal gewesen. Also, ne? Finde ich ja gut, dass er das macht. Bin ich mal gespannt, was dann bei rauskommt. So. Jetzt sind wir hier gleich fertig. Einmal da. Jetzt, guck mal, der ist auch hundertprozentig verbaut da, oder? So, wir müssen jetzt hier einen hin. Da einen hin, da einen hin. Mein Gott, nee. Da noch einer hin und da einer hin. So, jetzt ist hier alles zu. Na gut, hier noch nicht. Ist jetzt halt die Frage, wollen wir das jetzt so... Ja, machen wir erstmal hier, würde ich sagen. Da auf jeden Fall. Jetzt mache ich da auch nochmal einen hin. Ja, einfach weil wir es können. Machen wir das mal eben... Ja, und das würde ich hier ganz gerne, jetzt ist natürlich, ach nee, hier kann ich es machen, Leute, schaut mal. Jetzt kann ich mich auch hier mal nach oben bauen. Oh Gott, jetzt bloß nicht runterfallen. Ich gehe mal lieber im Schleichen. So, wie sieht denn das hier aus? Können wir Dachbeleuchtung machen, Freunde? So, ich mache hier einfach mal eine Fackel hin, guck mal. Ach nee, sieht ja so erstmal recht ordentlich aus. Ja. Hier hätte ich gedacht, dass ich mich verbaut habe. Gott, ist das hoch. Nee, das sieht eigentlich ganz gut aus hier. Ja. Da sind drei. Da sind irgendwie nicht drei. Warum nicht? Oh ne, was habe ich jetzt schon wieder gebaut? Hä?
Ich will es gar nicht wissen, Leute. Ich will gar nicht wissen, was ich mich hier schon wieder verbaut habe. Keine Ahnung. Das überlasse ich den Experten. Da habe ich jetzt gar keine Lust zu. So. Ich werde einfach nur mal hier eben einen auf den hier machen. Und einen auf den hier. So. Ich habe keine Ahnung, warum waren denn da schon wieder 3 und auf der anderen Seite 2? Das ist doch alles symmetrisch hier. Hier sind eindeutig 3 Fenster. Und wieso sind jetzt hier nur 2 Fenster? Leute, das geht schon los. Ihr schaut mal, hier fehlt schon wieder was. Ich habe mich wieder irgendwie verbaut. Scheiße. Nein! Wie konnte das passieren? Hä? Das ist doch aber genau symmetrisch hier. Das schließt doch genau da ab. Das haben wir doch genau abgezielt. Ich verstehe das schon wieder nicht. Leute, das sind so Sachen, da bin ich einfach zu blöd für. Das ist einfach, da bin ich einfach zu blöd für. Das ist einfach so. Bin ich viel zu verwirrt. Keine Ahnung, wir machen jetzt den Kasten hier zu. Halt, stopp. 2 haben wir noch, reichen die? Ja, perfekt, hat genau gereicht. So, also, Kasten ist zu, irgendwie ist hier ein Fehler. Ich habe keine Ahnung, warum. Wird nicht ersichtlich, warum, weil wir haben alles ausgemessen. Ist ja auch die Mitte hier. Da, da ist ja genau die Mitte. Was? What? Wie konnte denn das passieren, Leute? Wie konnte das jetzt passieren? Das ist mir jetzt echt ein Rätsel, Leute. Wir haben uns verbaut. So eine Scheiße. Ah, das ist ja ärgerlich, Freunde. Das ist schon wieder so ärgerlich. Das erregt mich jetzt so voll auf. Weil wir haben extra hier die Mitte genommen. Fuck, ich lasse das hier nochmal so, ja. Also, ich glaube, wir müssen das nochmal machen. Wenn man mit Silk Touch halt alles nochmal abbauen und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Immer diese Konzentration und Schludrigkeitsfehler, die ich hier mache. Das ist ja furchtbar. Jetzt muss ich mir das am besten nochmal vorbauen in der Privatwelt. Oder werde ich mal gucken, wie man, wieso da eigentlich, wo genau das Problem liegt. Weil das wird mir jetzt erstmal nicht ersichtlich hier. Weil ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir gerade eben erst aufgefallen. So, zeig mal her. Also... Bin mir auch noch unsicher, ob ich es mag. Also irgendwie ist es sehr abstrakt, das Ganze. Da auch da mit dem Birkenboden da von unten, das sieht auch ein bisschen komisch aus. So wie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also ästhetisch ist was anderes. Also da bin ich sehr unzufrieden mit. Und ich bin jetzt wirklich am Überlegen, ob wir das einfach nochmal ab... Irgendwie, wir werden das jetzt mal machen. Wir werden jetzt mal hier das Gebäude erstmal benennen. Und zwar werden wir jetzt hier, hier kommt ja später der Banner dann hin, sobald wir da diesen Webstuhl haben. Wo werden wir es? Hier vielleicht? So. Tower. So, das ist der Black Tower. Ja, hat das schön Name bekommen. Ja, wunderbar. Und hier werden wir, ich mach's jetzt mal fest, Leute, ich werde da oben diesen Ring, den werde ich nochmal abbauen. Sobald die 1.15 da ist, da wo auch dieses Bambusgedöns da ist, dann können wir uns ja hier diese Bambusklettergerüste da mal bauen. Und dann werden wir mal schauen, dass wir das da mal alles abreißen da oben und dann werde ich das nochmal Block für Block setzen. Klar, wenn du Fly hast und so, ist es alles noch ein bisschen einfacher, weil so ist immer wieder ein bisschen... Aber ich verstehe echt nicht, wie es passieren konnte. Es ist mir echt ein Rätsel. Jetzt von hier unten sehe ich es übrigens auch, ohne Optifine. Da kann man es genau erkennen, dass die Seite da länger ist als die. Und dieses Birke da, das sieht furchtbar aus. Am liebsten würde ich es sofort abreißen, Freunde. Am liebsten würde ich es sofort abreißen. Ich habe ja sogar Silk Touch drauf, ne? Ja, Behutsamkeit. Aber da brauche ich Lust für, Leute. Da brauche ich viel Motivation für und die habe ich jetzt gar nicht. So, gut. Dann machen wir nämlich mal weiter.
Und zwar würde ich mich ganz gerne so langsam aber sicher mal um den Keller kümmern, bevor wir uns hier mit diesem Gebäude da nochmal auseinandersetzen. Und zwar will ich mal schauen, wie wir jetzt da mal vorgehen hier unten im Keller. Wir müssen uns jetzt mal einen Zugang überlegen, wie wir jetzt hier in diese Ebene reinkommen. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen und ich glaube, am besten ist es tatsächlich von hier aus. Genau, weil hier hinter dieser Wand da müsste sich jetzt rein theoretisch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wir können ja mal gucken gehen, vorsichtig. Müsste sich irgendwo... unsere neue Zone bewegen. So. Na, das haben wir gleich. Wir gehen mal in die Richtung. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Da ist zumindest mal ein bisschen Erde. Mal schauen, wo wir da rauskommen. Ich grab mich mal hier so ein bisschen durch. So tief sind wir ja noch nicht. Oh, cool, Eisen. Weil ich würde mich ganz gerne auch ein bisschen um den Keller mal kümmern, dann nicht, dass das auf der Strecke bleibt. Was ist denn das? Interessant. Ja, also, ich werde mal weiter in die Richtung gehen hier. Natürlich ausleuchten. Da, wo Erde ist, ist meistens immer ein schönes Zeichen, dass dort ich was reingesetzt haben könnte, aber ich bin mir nicht sicher. So, aha, hier ist außerhalb der Zone. Das bedeutet, wir müssten jetzt rein theoretisch, wir werden mal hier vorsichtig, ganz vorsichtig, alles klar. Da tropft es. Okay, also hier wollte ich tatsächlich auch hin. Ich mache hier mal eine Fackel hin, dass ich weiß, dass es da rausgeht. So, und jetzt sind wir nämlich genau unter, also hier seht ihr ja schon, was hier los ist. Genau hier befinden wir uns jetzt unter der neuen Zone. Mit den ganzen Seen hier. Also eigentlich ist es ja ganz witzig, muss ich sagen. Also da können wir ja wirklich schon eine Menge machen hier. Nur ich glaube, es ist besser oder es ist cooler, wenn wir hier... Ja, das ist auch alles ebnen, oder? Ich glaube, das ist besser, wenn wir das hier alles ebnen tun. Das ist zwar eine Menge Arbeit, die wir hier haben, aber das wird im Endeffekt wird's geiler aussehen und ich leuchte mal eben aus. Krasse Sache. Ah, guck mal, hier ist der Boden. Da ist die Straße da oben. Erkennt man eindeutig. Hier auch. Ha! Verrückt. Eigentlich ist es ganz witzig, oder? Wenn wir das so lassen würden. Also ich meine, das sieht schon witzig aus. Hier hast du irgendwie voll so ein Biom hier, so eine Landschaft irgendwie im Keller. Die so richtig Natur ist vor allen Dingen. Auch mal hier so eine Höhle hier. Es hat schon irgendwie... Ein bisschen hat es was. Ich weiß nicht warum, aber... Ihr könnt ja mal so in die Kommentare schreiben, was ihr hier so für eine Idee habt. Was habt ihr hier für eine Idee? Jetzt habe ich keine Fackeln mehr. So ein Scheiß aber auch. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Was kann man hier draus machen? Das einfach so lassen und den Keller unten weiter ausbauen? Oder ja, oder das hier alles begradigen? Ich bin gespannt, was ihr schreiben tut.
Auf jeden Fall interessant. So, gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder runter. Aufgabe erfüllt. Wir wissen jetzt zumindest, wo wir sind. Das ist gut. Darauf können wir arbeiten. Da können wir drauf aufbauen. Und jetzt haben wir zumindest auch einen Zugang. Direkt von unserer Butze aus. Finde ich auch super. Ne? Hier bauen wir dann eine Tür rein. Das können wir theoretisch auch gleich machen. Ich nehme einfach mal eine Birkentür. Ach, guck mal, haben wir sogar bei. Na, ist ja traumhaft. So, dann baller ich da einfach mal kurz eine Tür da rein. So. Siehst du? Und dann kommt man auf die neue Zone. Finde ich gut. Ja, Freunde. Schauen wir nochmal kurz, ob alles nachgewachsen ist. Müsste aber. War jetzt ja auch, wie gesagt, die ganze Zeit nicht drauf. Apropos, das müssen wir in dieser Folge vielleicht nochmal erwähnen. Ja, ist alles nachgewachsen. Schaut. Super. Das müssen wir in dieser Folge auf jeden Fall nochmal erwähnen, weil es wird jetzt so sein, Leute, dass hier ein bisschen was bei mir los ist hier im Hintergrund. Und aus diesem Grund, ihr wisst selber die Probleme, Vodafone, jetzt die Technik mit der Aufnahme, was die Headset angeht oder Soundkarte, das müssen wir noch herausfinden. Ja, und dann habe ich natürlich auch privat ein bisschen was zu tun, sodass es durchaus vorkommt, könnte, ich sag bewusst könnte, dass jetzt erstmal eine Weile wieder keine Videos kommen. Also sollten mal Tage dabei sein, wo keine Videos kommen, dann wisst ihr zumindest Bescheid, ja. Nicht, dass ihr euch da wundern tut oder so, hey, was ist denn da bei Watercave Crafter los? Wieso kommen denn da keine Videos mehr? Das hat, wie gesagt, damit zu tun. Ich arbeite dran. Es kann sein, dass irgendwann in Zukunft vielleicht nur noch Streams gemacht werden. Ja, und gar kein, dass dieser Kanal hier im Prinzip, naja, ich will nicht sagen, auf Eis gelegt wird, aber zumindest, dass die Priorität dann im Streamen selbst liegen wird. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Begründung werde ich euch ein anderen Mal erklären, wenn wir da tatsächlich dann, ja, so weit dann sind, wenn ich dann mir hier selber auch im Klaren bin, wohin die Richtung geht. Und da werde ich euch natürlich in Kenntnis setzen. Es ist nur so, dass ich momentan tatsächlich sehr, sehr wenig Zeit habe, konzentriert und hintereinander weg, jetzt wie gesagt Minecraft aufzunehmen. Und auch bei den anderen Projekten, ihr habt gesehen, das läuft momentan nicht so, weil ich einfach zu viel nebenbei zu tun habe und der Content einfach so extrem ist hier. Ja, auch wenn ich wenig zu schneiden habe oder so, aber das ist halt doch schon immer so, man muss es rendern, man muss es hochladen. Selbst Thumbnails habe ich nicht mehr geschafft zu machen. Und da oben ist eine Kante drin, sehe ich gerade. Scheiße, wir müssen es abreißen da oben. Und genau. Das passiert nur wegen so einem Schludrigkeitsfehler. Keine Ahnung. Aber ihr werdet es merken, Freunde. Ich werde auf jeden Fall ein Infovideo machen, wenn es irgendwie wirklich gravierende Einschnitte hier auf diesem Kanal dann gibt. Und das werdet ihr dann sehen. Aber das ist, wie gesagt, so ein bisschen, ja, alles nicht so optimal, sage ich mal, momentan hier. Aber die ist auch eine komische Zeit hier aktuell mit diesen Ausgangsbeschränkungen und. Naja. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, war es das erstmal gewesen mit der Folge 224. Die Folge 225 wird es auf jeden Fall geben. Und ich sage erstmal bis hierhin. Schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.